Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es endlich meine Abendroutine. Ich weiß, ihr habt es euch ewig gewünscht und die letzte ist bestimmt schon ein Jahr her. Und ihr liebt diese Videos und ich liebe es eigentlich auch, diese Videos zu drehen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber finally meine Abendroutine. Es wird dazu auch noch eine passende Morgenroutine demnächst geben, wobei sich der meiste Teil meines Tages eher abends abspielt und nicht so morgens. Ich bin voll der Abendmensch, deswegen wird mein Abend auch immer sehr produktiv. Ich will noch dazu sagen, dass nicht jeder Abend so bei mir aussieht. Ich versuche heute so ein gutes Mittelmaß zu finden. Es gibt Abende, an denen habe ich viel mehr Stress, ich muss viel, viel mehr tun, viel mehr schaffen. Aber an manchen liege ich auch einfach nur im Bett, putze meine Zähne und gehe dann schlafen. Aber natürlich will ich euch in diesem Video auch was zeigen und nicht nur Zähne putzen. Das Video soll eher zur Motivation oder Inspiration dienen und nicht, dass man sich danach schlecht fühlt, weil man nicht so viel macht. Aber ich will gar nicht so lange reden eigentlich und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Meine Abendroutine startet jetzt. Es ist 16.27 Uhr. Ich war den Tag über jetzt schon richtig produktiv. Ich habe mein YouTube-Video fast fertig geschnitten, aber sowas dauert immer ewig lang, deswegen bin ich noch nicht fertig. Und ich habe jetzt mein MacBook hier und ich werde jetzt meine To-Do-Liste überarbeiten und schauen, was ich so alles jetzt am Abend noch zu tun habe. So, hier ist jetzt meine fertige To-Do-Liste. Ich habe jetzt schon alles abgehakt, was ich heute schon gemacht habe. Und ich habe ein paar neue Sachen hinzugefügt, die ich jetzt noch erledigen will. Wie ihr sehen könnt, ich habe es mir auch schon in meinem Arbeitszimmer gemütlich gemacht. Einfach, weil ich es gerne, wenn ich arbeite, ein bisschen gemütlich haben will. Aber jetzt müssen wir noch drüben unser Zimmer aufräumen. Und dann will ich auch schon heute ein kleines Workout machen. Denn ich habe mir für 2023 jetzt vorgenommen, dass ich wieder ein bisschen mit Sport anfange. So ein bisschen leicht auf jeden Fall. Ich fange jetzt hier gleich mal an und mache die Lichterkette an. Dann ist es hier auch schon mal viel gemütlicher. Ich habe jetzt nochmal einen großen Wäschekorb, der muss ausgeräumt werden. Und genau das machen wir jetzt auch. Meine Kleiderstange sieht so schön aus. Ich liebe diese Ecke vom Zimmer einfach so. Alle Jacken und Hoodies, die nicht in meinen Schrank passen, kommen an meine Kleiderstange. Die Wäsche ist aufgeräumt und ich habe einen ganzen Kopf voller Dreckwäsche. Das heißt, ich gehe die dann auch noch schnell waschen. Aber jetzt mache ich mich erstmal fertig, um einen Workout zu machen, damit ich endlich duschen gehen kann. Und zwar ziehe ich einmal diese Sportleggings hier an und dann habe ich noch so einen Sport-BH von Oceans Apart. Let's go. Ich hole jetzt noch schnell mein iPad und mache mir einen Workout an. So, ich habe hier jetzt mein iPad und ich werde mir jetzt mal ein kurzes Workout raussuchen. Ich will mich jetzt hier nicht überanstrengen und mich komplett fertig machen, sondern ich will jetzt dieses Jahr anfangen, einfach mal ganz langsam wieder reinzukommen. Und wenn es nur 5 Minuten sind, dann sind es 5 Minuten. So sehe ich das jetzt einfach mal. Gemacht und dann habe ich einen 10 Minuten Workout gemacht und ich bin komplett fertig. Im letzten Jahr kam bei mir Sport ein bisschen zu kurz und ich merke, wie unfit ich dadurch geworden bin, beziehungsweise wie wenig Ausdauer ich einfach habe. Deswegen versuche ich das jetzt einfach von Zeit zu Zeit ein bisschen wieder aufzubauen. Ich lege mir jetzt schon mal was raus zum Anziehen nach dem Duschen und ich ziehe hier einmal diesen Kuschelpulli an. Der ist so weich und der ist von Lange. Und dazu einfach eine graue Jogginghose, die ist von Fruit of the Loom. So, ich freue mich jetzt sehr auf meine Dusche und dass ich endlich meine Haare waschen kann. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier meinen Zopf auf und dann zeige ich euch mal die Produkte, die ich so benutze zurzeit. So, und zwar werde ich mich jetzt erstmal abschminken und da benutze ich dieses Abschminköl von Neutrogena. Manchmal diese Reinigungstücher, weil ich die noch habe, aber lieber verwende ich meine Wattepads. Und zum Duschen benutze ich dann von Rituals dieses Shampoo bzw. diesen Duschschaum. Den habe ich zu Weihnachten bekommen und der sieht so schön aus und der riecht übel gut. Das Shampoo, was ich zurzeit verwende, beziehungsweise was ich eigentlich immer verwende, ist dieses Aloe Vera Shampoo. Und dazu mische ich aber immer so 2 Tropfen von diesem Plantur 21 Shampoo. Das ist ein Koffein-Shampoo und ich bin der Meinung, meine Haare sind dadurch in den letzten Wochen sehr, sehr krass gewachsen. Und danach benutze ich diese Spülung hier. Das ist die passende zu dem Shampoo.
Jetzt, wo ich fertig mit Duschen bin, kommt erstmal noch hier diese Body Milk auf meinen Körper, damit alles schön weich ist. Vor allem nach dem Rasieren ist das immer sehr, sehr wichtig, finde ich. Aber das muss ich Gott sei Dank nicht mehr oft machen, weil meine Laserhaarbehandlung fast abgeschlossen ist. Ich habe euch ja mal gesagt, ich gebe euch Updates. Ich habe das letzten Sommer ja angefangen. Ich habe es aber nicht ganz durchgezogen im Sommer, weil ich ja dann in Thailand war und keine Zeit hatte, das weiterzumachen. Deswegen habe ich es jetzt über Herbst, Winter nochmal angefangen. Und ich bin immer noch erstaunt, wie gut das funktioniert. Ich kann euch das Video gerne mal hier oben verlinken. Ich habe dazu ja schon mal ein Selbstexperiment gemacht. Und hier ist jetzt ein kleines Update dazu. Ich habe jetzt mein Outfit an und es kommen jetzt auch noch Kuschelsocken, damit das Outfit vollendet ist. So, jetzt geht's noch an meine Haare. Und zwar benutze ich erstmal dieses Hitzeschutzspray. Das ist gerade das Einzige, was ich da habe. Als nächstes kommt noch dieses Wunderöl. Und jetzt kämme ich die Haare mit meinem Tangle-Teaser leicht durch. Ich kann darauf einfach nicht verzichten, weil sonst sehen sie nach dem Föhnen so schlimm aus. Ich fange immer unten an und versuche sie dann ganz leicht durchzukämmen. Aber mit dem Hitzeschutz und dem Öl geht es eigentlich immer ganz einfach. Es ist jetzt schon gleich 18 Uhr, deswegen gehe ich jetzt dann erstmal runter und mache meine Medikamente bereit. Da brauche ich nämlich dann 40 Minuten, bis ich dann Abendessen darf. Deswegen nehme ich die jetzt zuerst und dann mache ich mir was zu essen und mache währenddessen einfach noch so ein paar Sachen, die ich zu erledigen habe. Und währenddessen können meine Haare schon mal ein bisschen antrocknen. Ich habe jetzt schon das erste Medikament genommen und währenddessen habe ich gleich eine Wäsche reingeschmissen und habe mir einen neuen Tee gemacht. Jetzt räume ich noch schnell meine Sportsachen auf, dann geht's ans Haareföhnen. So, ich habe jetzt meine Haare fertig geföhnt und ich gehe jetzt runter und koche mir was zum Essen. Ich habe mir jetzt mein Abendessen gemacht, einmal meinen Vitaminsaft, meine Medikamente. Zum Essen habe ich mir so einen Teller gemacht mit einem Rührei, ein Eiweißbrot mit Avocado und einmal so mit Frischkäse und Hühnchenbrust. Und ein Nachtisch darf nicht fehlen, da habe ich mir einen Chia-Pudding gemacht mit so veganem Sojajoghurt. Wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, bin ich einfach komplett der Abendmensch. Deswegen mache ich auch das Zeug für mein Studium meistens abends. Manchmal habe ich frühs auch Motivation und mache das. Aber meistens lege ich das Ganze eher auf abends, weil ich mich einfach besser konzentrieren kann. Ich liebe Duftkerzen so sehr. Ich glaube, mir brennt mein Nagel hier ab. Ich habe es geschafft. So, ich habe jetzt ein Lernheft komplett durchgearbeitet, zusammengefasst und gelernt. Ich habe es genau auf eine Seite zusammengefasst bekommen. Das werde ich dann die nächsten Tage nochmal ein bisschen wiederholen. Ich muss jetzt eh jeden Tag ein bisschen was machen, weil ich ein bisschen hinterherhänge. Die letzten zwei Monate hatte ich einfach sehr viele Termine, hatte sehr viele Treffen. Es war Weihnachten, Silvester. Ich war generell viel unterwegs und hatte absolut keine Zeit dafür. Ich mache mir jetzt noch eine Gesichtsmaske. Ich muss jetzt nämlich auch gleich noch mein YouTube-Video für morgen fertig schneiden und hochladen. Und während ich das mache, kann die sehr gut einwirken. Und ich habe lang keine mehr gemacht. So, jetzt geht es hier noch an den letzten Schliff von meinem YouTube-Video, was morgen online kommt. Das ist mein What I Got for Christmas-Video. Und ja, es fehlt eigentlich nur noch Musik und ein bisschen Text und ein bisschen Bearbeitung, so damit es ein bisschen schöner zum Anschauen ist. Während mein Video hochlädt, habe ich schon mal ein bisschen Zeit, um meine Maske abzumachen und meine Skincare zu machen.
dann geht es gleich weiter mit meiner Skincare-Routine. Und die fängt an mit diesem Reinigungsschaum. Ich werde jetzt auch noch gleich meinen dreckigen Maskenpinsel hier einmal abwaschen, damit es gemacht ist. Bevor ich jetzt Netflix schaue, mache ich noch meine Skincare-Routine. Ich fange immer mit einem Serum an. Zurzeit ist es das The Purify Hero von Yipola. Ich habe aber auch von Garnier, glaube ich, ein Vitamin C-Serum, was ich sehr gerne benutze. Ich muss damit sehr sparsam umgehen, weil meine neigen sich mittlerweile schon dem Ende. Danach kommt einfach meine Nachtcreme. Und dazu kommt noch dieses Serum, das heißt der Glow Hero. Dann kommt als nächstes meine Vaseline. Ich habe mir hier so ein Augenbrauenbürstchen mal umgebogen. Und damit gehe ich dann einfach hier so ein bisschen rein. Und es kommt dann auf meine Augenbrauen und auf meine Wimpern. Und jetzt mache ich noch meine Haare. Die flechte ich immer über Nacht zu so einem Zopf zusammen, weil das anscheinend am schonendsten für die Haare sein soll. Jetzt nehme ich mein ganzes Zeug mit und lasse mich rüber ins Bett. Heute hatte ich halt wirklich extrem viel zu tun am Abend. Oft habe ich auch nicht so viel zu tun, also keine Sorge. Jetzt mache ich noch schnell das Bett und danach kann ich Netflix schauen. Es ist jetzt 22.39 Uhr und ich mache jetzt die letzten Sachen für den Tag. Und zwar bearbeite ich gerade noch das Titelbild hier für mein neues Video morgen. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich noch so 5 bis 10 Minuten. Und ich habe mir dieses Jahr auch ein bisschen vorgenommen, dass ich ein bisschen mehr lese. Deswegen lese ich jetzt dann noch 10 Minuten in diesem Buch. Das habe ich mir ja selbst gekauft zu Weihnachten. Und ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch eine Morgenroutine wollt und ob ihr die genauso wollt oder mit Voice-Over oder vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.